Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich habe jeden Tag ein gutes Gefühl, ein richtiges Gefühl und dass meine Arbeit da auch an der richtigen Stelle ankommt. Und ist meine Berufung. Meine Arbeit ist auf jeden Fall meine Berufung geworden. Ich möchte nichts anderes mehr tun. Tatsächlich bin ich vor 8,5 Jahren als Quereinsteiger in die Pflege gekommen. Ich bin alleinerziehende Mutter schon seit vielen Jahren. Hier bin ich ja jetzt schon fast 7 Jahre und das Team ist super. Das Team ist super, die Chefin ist super. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich kann mich ihr anvertrauen. Sie geht auf meine Bedürfnisse ein, wenn mal was mit meinem Kind ist. Ich arbeite hier gerne. Es ist ein super Team, auch ein sehr kompetentes Team. Und ich wurde immer unterstützt. Ich habe vom Pflegehelfer meine Ausbildung zur examinierten Pflegekraft gemacht und das natürlich auch in Unterstützung von meinem Arbeitgeber hier oder von meiner Dienststelle. Die Arbeit lässt sich mit meiner Familie sehr gut vereinbaren, weil mein Arbeitgeber mir da ein bisschen entgegenkommt. Also die Touren fangen etwas später an und Urlaub wird berücksichtigt, dass ich das in der Ferienzeit nehmen kann. Also es lässt sich sehr gut vereinbaren und ich bin auch sehr gut organisiert. Für mich ist es ein gutes Gefühl, für die Johanniter zu arbeiten, weil sie sind sehr vielfältig und letztendlich ja auch global sehr viel aktiv. Das finde ich einfach gut, dass die Johanniter gute Dinge tun. Natürlich, die Pflege ist nicht einfach. Wir arbeiten 365 Tage im Jahr. Das muss man wissen und auch wollen, aber es gibt immer den Ausgleich dafür. Ich habe das Gefühl, ich tue jeden Tag was Gutes und das fühlt sich auch gut an und das nehme ich auch mit in mein Privatleben. Und ich glaube, Menschen zu helfen, ist einfach immer richtig.